Ho, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich gerne mit euch zusammen den Advanced-Adventskalender auspacken. Das ist einmal diese Schätzelein, den ich da schon drapiert habe auf Erwin. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen hineinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Für 125 Euro bekommt man, 24 liebevoll eingepackte Paketchen. Da haben wir 20 mal Produkte von Start-up-Unternehmen und 4 Spenden. Ich finde das immer ganz cool, wenn ja in solchen nachhaltigen Adventskalendern tatsächlich auch Spenden drin sind. Ich finde auch 4 ist eine vollkommen okaye Zahl. Ich glaube, das sind dann, ich weiß nicht, die Adventssonntage oder sowas, keine Ahnung. Ich finde es auf jeden Fall ziemlich cool gemacht. Ich finde, dass diese Box immer sehr hübsch ist. Ich bin ja bald Mama, deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass ich diese Kiste auch gut nehmen kann. Ich habe die auch noch, glaube ich, vom letzten Jahr, ne? Um zum Beispiel Spielzeug darin aufzubewahren oder so. Also wirklich eine hochwertige Geschichte, mag ich gerne leiden. Klar, du hast ja so ein bisschen weihnachtliches Motiv und so ein Kram, aber ich finde das toll. Ich mag das gerne leiden. Oder so Weihnachtskugeln kann man drin aufbewahren. Mäuse sind hier am Start. Ich liebe Mäuse tatsächlich. Ich hatte damals immer Hamster. Anderes Thema, wir möchten reinschauen. Da hat sich wirklich jemand hingesetzt und wirklich per Hand eingepackt. Das ist Wahnsinn. Ich starte mit der Nummer 1. Praktisch, wir haben auch dieses Jahr wieder erklärende Zettelchen mit am Start. Das Bernsteinzimmer ist hier mit drin. Vegan und Organic, das ist einmal dieses hier. Und es sind köstliche Pralinen, eine köstliche Pralinen-Selektion in limitierter Blechdose ist am Start. Ja, finde ich gut. Ne? Dann haben wir hier auch einen QR-Code, da kommt man dann wahrscheinlich direkt auf die Homepage. Ich finde das süß, dass hier ein Schweinchen drauf ist und ein Hund. Also das mag ich wirklich gerne leiden. Ne? Und das ist auch eine Verpackung, die man theoretisch behalten kann. Ich weiß nicht, wer solche Blechdosen sammelt, aber es gibt bestimmt Menschen, die sowas sammeln. Finde ich gut, ja. Nach ein bisschen Naschi gehen wir weiter zu der Nummer 2. MUC, My Useful Cup, up to you. Der faltbare und nachhaltige Mehrwegbecher. Sowas finde ich ja mal praktisch. 350 Milliliter kannst du da reinpacken. Und das ist so eine Art Coffee-to-go-Becher, den man so zusammenfalten kann. Das heißt, man kann den echt relativ platzsparend halt in der Tasche verstauen. Und ich sehe das immer mehr, dass Leute dann auch so bei Starbucks und Co. mit ihren eigenen Bechern kommen, ne? Oder wenn man halt beim Bäcker sich einen Kaffee holt oder so, kriegt man meistens sogar das Getränk auch etwas günstiger. Also ich feiere das. Ich finde auch die Farbe hellblau ist schön. Das ist cool. Echt. Auch mit dabei ist selbstverständlich die Nummer 3. Ja, ich weiß. Also ich erinnere mich gerade auch so ein bisschen zurück. Ich glaube, letztes Jahr war ich nicht so ultimativ geflasht von dem Adventskalender. Aber irgendwie habe ich mir gedacht, komm, so ein bisschen Nachhaltigkeit kann man gut gebrauchen. Hier habe ich jetzt von Waschkram ein festes Shampoo pur. Okay, das ist jetzt leider nicht unbedingt was für mich. 75 Gramm sind da drin. Ich bin halt kein Fan von festen Shampoos, weil das bei mir halt leider die Kopfhaut so hart austrocknet und auch die Haare. Das funktioniert leider nicht. Es riecht wundervoll, auch wenn es ein duftfreies Haarshampoo ist, aber es riecht halt so frisch irgendwie. Ich habe gerade so, ne, dann kam der Duft in meine Nase. Doch für mich hat das, also wahrscheinlich der Eigenduft, ne? Halt so ganz fresh. Süß ist natürlich hier, dass du es auch so kugelartig hast und dann mit so einer Kordel dran. Das mag ich gerne leiden. Hier haben wir die Nummer 4. Das hatte ich in der Trend Raider Box schon in mehrfacher Ausführung drin. Black Speciality Instant Coffee. 7 Packs à 3 Gramm. Das ist halt Instant Kaffee. Ja, kann man sich halt so beim Campen im Büro oder in der Uni anmischen. Easy peasy Sonnenschein, aber ich bin halt nicht so der Fan von Instant Kaffee. Aber ja, ist hier mit dabei. Kann man sich dann vielleicht einfach mal gönnen. Ist aus Kolumbien dieser Kaffee. In der Nummer 5 haben wir wahrscheinlich unseren ersten Gutschein, nicht Gutschein, sondern nicht, also herzlich willkommen, wir sind jetzt beim Nix Adventskalender angelangt, nein, unsere erste Spende. Und da haben wir 2 Jahre Schule für 7 Kinder von Textilarbeiterinnen in Kambodscha. Also ich finde sowas immer so krass, ne? Und das wird dann entsprechend damit einfließen. Mit der Adventsum-Spende in Höhe von 1080 Euro können wir 7 dieser Kinder für einen Zeitraum von 2 Jahren den Schulbesuch und damit die Chance auf eine bessere Gegenwart und Zukunft ermöglichen. Also quasi das, was quasi aus allen Adventskalendern, die verkauft werden, zusammenkommt.
bekommt, wird dann dafür genommen. Das finde ich richtig, richtig cool. Die Anzahl der Advents im Adventskalender ist natürlich limitiert, ne? Und deswegen wissen die halt, wie viel die produziert haben. Die sind halt auch wirklich schnell ausverkauft. Also haltet euch ran, Leute. Und genau, dann haben die halt diese Spende und dann können die das weitergeben. Ich finde das gut, ne? Richtig, richtig cool. Jetzt habe ich hier Nikolaus und das sieht verdächtig nach einer Tafel Schokolade aus. Love Choc. Eine winterliche Rohschokolade in heimkompostierbarer Folie. Okay, Almond Crunch, richtig gut. Mit Zimt, okay, ist okay, ist okay. Ich hätte es präferiert, wenn da halt nur Almond Crunch, also Mandel Crunch drin gewesen wäre. Aber wir haben meinen Adventskalender, auch wenn ich ihn im September auspacke. Ja, ist schön. Ne? Das scheint mir eine Originalgröße zu sein, 70 Gramm. Und ein bisschen was zu futtern mit drin ist immer, das mag ich immer gerne leiden. Wow, die Nummer 7 ist ganz schön schwer, Leute. Ach was, wie geil ist das denn? Ja, ihr seht hier auch eine Kerze von Ava and May am Brennen dran. Ich habe nämlich eine Kooperation mit Ava and May, Hilfe. Mein Freund schreibt mir eine Nachricht nach oben wahrscheinlich. Schatz, wann kommst du nach unten? Ja, es ist jetzt der letzte Adventskalender. Nee, er schickt mir ein Babyzimmer. Ein Babyzimmer, dass ich mir das angucke. Okay, ja. Okay, egal. Auf jeden Fall, Ava and May. Habe ich eine Kooperation, kann ich euch auch meinen Gutscheincode mal einblenden. Da kriegt ihr, glaube ich, aktuell 40% Rabatt und eine Mini-Duftkerze nach Wahl gratis. Ich finde es total cool. Und ja, hier haben wir eine weihnachtlich duftende Kerze aus Sojawachs. Ich finde es so cool. Und ja. Mega geil, also wirklich mega geil. Das ist diese hier, das ist eine gute Größe. Dresden, Germany, das finde ich ja geil, weil eigentlich nimmt uns Ava and May doch immer mit auf so eine Duftreise in andere Länder, nach Barcelona, Rio de Janeiro, nach Spanien oder sonst irgendwo hin. Ne? Und hier haben wir jetzt einfach mal eine Dresden-Kerze. Ich find's gut, ich werde sie verwenden und die riecht wirklich angenehm. Die mag ich gerne leiden und die Düfte von den Ava and May Kerzen sind halt auch immer mitentwickelt von Parfümeuren. Dementsprechend ist das Ganze auch immer etwas hochwertiger. Leute, feiere ich. Finde ich wirklich gerade genial. Und witzig halt auch, ne? So, die Nummer 8 darf machen, dass es kracht und die ist wirklich, wirklich klein. Oh, ja, das hatten wir jetzt auch schon öfters mal in Beautyboxen und so drin enthalten. Das ist ein plastikfreier Kaugummi von True Gum, Ingwer und Kurkuma, 21 Gramm. Kann man machen, ne? Also das ist halt wirklich eine nachhaltige Geschichte. Ich verwende die auch, habe die auch bei mir im Auto. Ich muss nur sagen, dass die halt recht schnell ausgekaut sind, wenn ihr wisst, was ich meine. Das ist dann immer ein bisschen schwierig. Plastik- und aspartamfreies, bioabbaubares Kaugummi ist doch eine super Geschichte. Kann man sich nicht beschweren, finde ich schön, kann man machen. Ist hier mit drin, ne? Läuft. Worüber dürfen wir uns wohl in der Nummer 9 freuen? Also ich mag das irgendwie. Fragt mich nicht warum. Ich mag es, dass wir hier so viele eckige Verpackungen haben. Keine Ahnung, ich finde das total satisfying. Holy Pit, Starter Kit für immer wieder auffüllbares Deo. Okay, wow. Da muss ich an meine Freundin Sandra denken. Das finde ich jetzt sehr interessant. Also ein auffüllbares Deo. Oh, das ist jetzt wirklich noch original verschlossen für deinen nächsten Aufriss. Das ist natürlich, Hashtag der Joke, ja. Ich weiß nicht, ob ich das wirklich verwenden möchte, Leute. Deswegen lasse ich das jetzt tatsächlich lieber zu. Ja, seid mir nicht böse drum, ne? Aber das ist halt hygienischer, wenn du es dann komplett zulässt. Refill, Reuse, Recycle. Da können wir uns aber mal angucken, was die hier reingeschrieben haben. Dürfen wir vorstellen, dieser fröhlich auffällige Blickfang ist ab jetzt Dauergast in deinem Badezimmer. Im Gegensatz zu herkömmlichen Deos kannst du ihn nämlich, wenn er leer ist, nach circa 7 Wochen mit einem neuen Refill bestücken. Ach so, ja gut, das musst du dann wahrscheinlich aber auch noch kaufen. Ich dachte, das wäre jetzt irgendwie, keine Ahnung, mit Wasser oder so. Dieses kommt in einer 5 Gramm leichten Papierhülse, während andere Deo-Sticks bei gleichem Inhalt etwa 35 Gramm Einwegplastik mitbringen. Ja, das ist super. Mit Shea-Kakaobutter wird die Haut gepflegt und durch Wirkstoffe wie Zinkoxid und Natron schafft Holy Pit eine basische Umgebung unter deinen Achseln, ein No-Go für die Bakterien, die Stoffe im Schweiß zersetzen und so den Geruch verursachen. Ja, also kann man alle wohl machen, aber ich muss halt wirklich sagen, wenn ich stinke, dann will ich ein richtiges Deo verwenden.
In der Nummer 10 wird es wahrscheinlich jetzt mit der nächsten Spende weitergehen. Was haben wir hier? MHM, Mobile Hilfe Madagaskar, medizinisches Vorsorgeprogramm für voraussichtlich 400 Kinder. Das ist so krass, ne? Die Advents und Spenden in Höhe von 10.000 Euro decken die Kosten für unser Vorsorgeprogramm für alle Kinder, die 2023 in unserem Einzugsgebiet geboren werden. Voraussichtlich 400 Kinder. Okay, das ist einfach schön. Unser Verein ermöglicht Menschen auf Madagaskar kostenlose medizinische Hilfe, zum Beispiel auch Impfungen und Zahnbehandlungen. Und das ist, ne, rund 90% auf der Insel leben unter der Armutsgrenze und können sich dies nicht leisten. Und dann ist es halt schön, wenn man da irgendwie unterstützen kann. Wie gesagt, ich finde das schön, ich finde es klasse, dass wir hier mit dem Advents im Adventskalender die Möglichkeit halt haben, vier Organisationen zu unterstützen. Wenn man halt sagt, Mensch, ich möchte aber wirklich jeden Tag im Dezember eine Möglichkeit haben, eine Unterstützung zu machen, dann guckt euch mal den 24 Gute Taten Adventskalender an. Den werde ich mir auch noch dieses Jahr holen. So, hier habe ich jetzt die erste Schnapszahl, die Nummer 11. Oh, ich hatte gedacht, wir haben hier Naschi. Aber es ist, du musst es erst machen. Okay, es ist Better Baking, eine Backmischung Pancakes. Oh, wenn man ein bisschen wartet, dann ist es sehr, sehr viel wert, Leute, ne? Weil Preise steigen und alles, was gebacken werden muss, wird sauteuer werden. Bio-Backmischung für fluffige Pancakes, das finde ich schön, das kann man sich auf jeden Fall gönnen, ne? Ist eine schöne Geschichte. Ja, Halbzeit, die Nummer 12. Ha, ich lieb's, ich glaube, wir haben hier schon wieder Socken drin. Oh ja, ich liebe Weihnachtssocken, trage ich ganzjährig. Hier haben wir von Jungfeld und Advancem haben halt zusammen das gemacht. Welche Größe ist das denn? Weiß ich nicht. Ja, genau. Und letztes Jahr hatten wir diese Waldtiersocken drin, die ich übrigens auch in reger Anwendung habe. Und hier haben wir die Friedenstaube. Wie schön ist das bitte? Oh mein Gott, es ist so passend dieses Jahr. Guckt euch diese Socken an, die sind wirklich schön. Ich mag immer noch die Waldtiersocken auch total gerne. Die werden passen. Was ist das denn für eine Größe? Die es nicht zu kaufen gibt. Okay, aber ich blende euch ja die Preise auch irgendwie dann circa ein, ne? Das kriegen wir schon hin. Ja. Es wäre schön zu wissen, welche Größe ihr seid, Leute. Ne? Weil eine Größe konnte ich jetzt nicht auswählen. Aber egal, ich habe Größe 41, ich habe eigentlich ziemlich große Füße. Und die rechnen ja auch damit, dass auch Männer den Adventskalender auspacken dementsprechend. Ja, aber schön, ich mag dieses Blau. Toll, machen wir weiter mit der Nummer 13. Nörgel, nörgel, nörgel. Kinao, natürliche Power-Dragees für langanhaltende Energie. Nahrungsergänzungsmittel, ja. 7 Filmtabletten, herzlichen Glückwunsch. Aber ich bin ehrlich, Mitte November werde ich ein Baby bekommen und da werde ich die safe sehr gut gebrauchen können. Ich habe die auch damals mal in irgendeiner Box auch drin gehabt. Ich mag es nicht, dass wir Nahrungsergänzungsmittel irgendwo in Boxen oder in Adventskalendern drin haben, weil ich das immer sehr, sehr kritisch finde. Achtet einfach mal auf euch, ne? Das ist wichtig. Auf jeden Fall haben wir hier 7 Tabletten drin, koffeinhaltige Pflanzenextrakte, Vitamine B1, B5, B6, B12, ne? Aber finde ich jetzt in solchen Geschichten einfach nicht gut aufgehoben. Auch wenn ich das Produkt an sich schon mal hatte und gut fand, aber ne, so viel nur dazu. Nummer 14, da sind Mäuse drauf. Feierlich. Guckt euch die Mäuse an. Das ist einfach eine Maus, die eine Lesebrille auf hat und der kleinen Maus was vorliest. Das ist so süß. Dijon, Nougat Date, oh ja, meine Nutella ist leer, das heißt, ich werde das ab morgen essen. No Added Sugar, ein veganes Produkt, Bio-Kakao-Haselnusscreme, Geilomat. Ist das nicht cool? Und das ist ein Brocken. Finde ich sehr, sehr angenehm. Dijon, hätte ich jetzt eher an Senf gedacht, ist es wohl nicht. Köstlicher Aufstrich aus Datteln, Kakao und Haselnüssen, das hört sich doch gut an. Nom, 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 nom. Ja, sehr interessant, ne? So ein bisschen Food kann man machen, das ist doch gut. Die Nummer 15 ist mir jetzt schon zigmal runtergeflogen. Jetzt ist es an der Zeit, sie endlich zu öffnen. Sieht aus wie, keine Ahnung, ein Lippenpflegestift oder so. Okay, Leute, das ist ein veganes aufs Mäulchen Lippenpflege mit Mai Chang, zertifizierte Biokosmetik. Das finde ich einfach witzig. For people who care, ein Lippenpflegestick mit zitronigem Duft. Ich finde es witzig.
Ein veganes aufs Mäulchen. Die Nummer 16 habe ich jetzt hier. Ja, da waren sie jetzt ein bisschen faul mit dem Einpacken, ne? Und haben die ein oder andere Box dann auch verwendet. Aber das ist auch vollkommen in Ordnung. Die kriege ich dann auch ein bisschen einfacher auf. Hier habe ich drin Krut. Saatgrünes Superfoodpulver aus heimischen Wildkräutern. Okay, schaut einmal so aus. Da hast du Kalzium mit drin und Eisen. Da musst du auch wieder mit dem Eisen aufpassen, Leute, ne? Also, das ist auch wieder ein Nahrungsergänzungsmittel, oder? Ja, kannst du als Proteinshake machen. Beim Sport oder morgens ins Müsli. Mhm. Ja, ja. Da muss man aufpassen. Also da muss man eigentlich einfach generell bei vielen Dingen einfach aufpassen. Rezeptur aus kraftvollen Wildkräutern, natürlich reich an Mineralstoffen und Spurenelementen, in Deutschland gesammelt, schon getrocknet und vermahlen. Eine Portion enthält eine Handvoll frisches Grün. Das ist per se super. Auch perfekt als Zutat im Smoothie oder Müsli. Also das würde ich tatsächlich halt eher irgendwo untermischen, weil ich glaube, dass es sehr, sehr gesund sein wird. Und halt auch gesund schmecken wird. Kalium hast du ja auch noch mit drin. Also da musst du halt wirklich aufpassen, ob das dann die Sachen sind, die auch gerade wirklich für dich gut sind und du dann zu Krut greifen möchtest. Ne? Da wirklich, also dann zwei Produkte schon drin, wo ich wirklich sehr zur Vorsicht rate. In der Nummer 17 vermute ich jetzt die nächste Spende. Das ist jetzt eine Woche vor Heiligabend. Da sind Gänse drauf abgebildet. Okay. Ein neuer Stall für unsere Gänse und Enten. Lass die Tiere leben e.V. Lebenshof bei Berlin. Oh, mit der Adventsumspende über 10.000 Euro können wir einen dringend benötigten neuen und größeren Stall für unsere Wasservögel bauen. Diesen können wir dann so groß anlegen, dass wir zusätzlich weitere 20 Gänse oder Enten aufnehmen können. Ja, okay. Gerade vor Weihnachten ziehen immer viele Gänse bei uns ein. Wir befreien sie aus Mastanlagen oder vor schlachtenden Privatpersonen. Ja, jeder für sich selber entscheiden bitte, inwiefern man jetzt ich weiß nicht, wie ich das nennen soll, ein Aktivist sein möchte, was halt Nutztiere angeht, ne, was Tiere angeht und inwiefern man Fleisch essen möchte oder eher darauf verzichten möchte. Ich finde, da sollte man einfach niemanden an den Pranger stellen. Ich finde es immer ganz unangenehm, wenn jemand versucht, einem die Meinung aufzuzwängen. Das ist gar nicht so meine Welt. Es ist natürlich für die Welt und für das Klima gut, wenn wir unseren Fleischkonsum reduzieren. Und so, ich hätte meine Spende tatsächlich wahrscheinlich eher lieber woanders gesehen, wenn ich das jetzt ehrlich einfach mal so sagen darf. Die Nummer 18. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Sieht mir nach einem Tee aus. Und tatsächlich haben wir hier, oh wow, Lieblingstee.de, Superkrauts, Total Relax. Okay, wow. 75 Gramm sind hier drin enthalten. Eine Bio-Kräutertee-Mischung ohne Zusatz von Aroma. Ich lese hier Himbeerblätter, Apfelstücke, Fenchelsaat, Salbeiblätter, Aronia, Beeren, Lavendelblüten, Pfefferminze, Kakaoschalen, Hagebuttenschalen, rosa Rosenblüten, Ringelblumenblüten und blaue Kornblumenblüten. Hört sich wirklich gut an. Da habe ich tatsächlich Bock drauf. Ich hoffe, dass ich das in der Stillzeit dann auch in dem Sinne verwenden darf. Aber ich glaube schon, ne? Ja, komm. Das darfst du wohl, Claudinchen. Weiter geht es in der Weihnachtswoche mit der Nummer 19. Vega Bloom, Bee Friendly. Oh, quasi so eine Honig-Alternative, das finde ich ja cool. Tapi Dream, Mädesüß, reine Depre. Hä? Was? Was? Vegane Honig-Alternative aus Tapioca, Produktion ohne Bienen. Sowas finde ich ehrlich gesagt cool, muss ich wirklich sagen. Und wir müssen uns auch darauf einstellen, dass es in Zukunft passieren kann, dass nicht mehr so viele Bienen vorhanden sind, aufgrund der ganzen Monokulturen, die es halt so gibt. Ja, das habe ich also in der Art auch schon öfters mal in Boxen drin gehabt, in Foodboxen, habe das ausprobiert, mochte das gerne leiden. Und ja, ne? Wir sind im 20er-Bereich angekommen. Ja. Plants are Purple Aloe Jelly Cleanser. Wir haben hier Beauty drin enthalten und das ist ein Reinigungsprodukt fürs Gesicht. Das sieht doch schon mal so weit so gut aus. Ein erfrischender Gesichtsreiniger mit Aloe Vera. Aloe Vera ist ja halt auch so eine beruhigende Geschichte, ne? Feuchtigkeit spendend, mag ich gerne leiden. Das finde ich toll. Siehste. Haben wir hier auch noch so, ich glaube aus Graspapier ist noch der Karton hier außen drum zu, ne? Ein Baum für jedes bestellte Produkt. Auch das finde ich total sympathisch. Beauty. Finde ich auch gut. Die Nummer 21 fühlt sich ganz merkwürdig an. Da ist ein Pulver drin. Oh, geil. Oh, my Duff. Keksteig zum Naschen. Ja, das mag ich doch gerne. Cookie Duff, Rührmischung, ca. 5 Portionen, fertig in 2 Minuten, ohne Backen. 250 Gramm sind hier drin. Machst du da rein,
30 Gramm weiche Margarine oder Butter und 2 Esslöffel, also ca. 20 Milliliter Milch oder Pflanzenmilch in eine Schüssel verrühren. Oh, lecker, habe ich Bock drauf. Bis ein glatter Teig entstanden ist. Das finde ich total super, Leute. Oh mein Gott, ich mag sowas. Auch diesen Spooning-Keksteig zum Löffeln bin ich ja auch total Fan von. Und das hier scheint dann die vegane Variante davon zu sein. Habe ich Bock drauf, habe ich richtig Bock drauf. Oh, das feiere ich so sehr, Leute. Ihr macht euch keine Vorstellung, wie sehr mich das gerade freut. Kommen wir zu der Nummer 22, die zweite und letzte Schnapszahl. Boni Card, knusprig-salziger Snack aus heimischen Ackerbohnen. Was? Okay. Das sieht sehr interessant aus. Ich weiß nicht, was das ist. Salzig. Geröstete Ackerbohnen mit Steinsalz, Rapsöl. Okay. Heimische Ackerbohnen sind wahre Alleskönner. Sie stecken voller wertvoller Nährstoffe, sorgen für fruchtbare Ackerbohnen und müssen nicht um die halbe Welt reisen. Sie wachsen hier bei uns. Die Ackerbohne ist eine Hülsenfrucht, die im Mittelalter ein wichtiges Grundnahrungsmittel war und heute als Lebensmittel weitestgehend in Vergessenheit geraten ist. Wir bringen sie zurück. Kannst du einfach essen. Aha, cool. Der Tag vor Heiligabend, die Nummer 23. Wir haben wieder Nahrungsergänzungsmittel. Nein, das finde ich echt nicht gut. Brain Effect, Sleep Gummies, schneller einschlafen mit Melatonin und Vitamin B6, Blaubeerengeschmack, vegan. Ja, ne, aber auch hier wieder Nahrungsergänzungsmittel, Leute. Bin ich vorsichtig. Also wirklich, 30 Fruchtgummis sind hier drin. 2 Stück darfst du dann essen, um halt schneller einzuschlafen. Schwierig in einem Adventskalender, ganz einfach. Heiligabend, die Nummer 24. Hier haben wir den letzten Umschlag drin und das dürfte dann auch die letzte Spende sein. Da bin ich mal gespannt, wo wir dann an Heiligabend was hinspenden. Oh, das Bild gefällt mir schon mal richtig gut. Das war Advance im 24. 10.000 Euro gegen Einsamkeit. Oh mein Gott, das finde ich jetzt wirklich schön. Gerade an Weihnachten spüren wir ganz deutlich, wie sehr menschliche Verbindungen uns mit Wärme erfüllen und genießen die gemeinsame Zeit. Oh, könnt ihr euch an die Werbung erinnern? War das Edeka oder Aldi? Alto Belli, vor 1-2 Jahren, da habe ich so geheult. Doch was ist mit denen, die niemanden mehr haben? Viele alte Menschen vereinsamen und neue Leute kennenzulernen ist schwer, vor allem wenn man nicht mobil ist. Ah, das ist krass, dann kommt hier auch so eine eigene Geschichte von der Inge. Ne, das ist halt einfach schöner, wenn dann einfach Menschen da sind, mit denen man dann doch irgendwie quatschen kann. Die Adventsim-Spenden setzen wir für die gemütlichen Treffen ein, die wir heute an Heiligabend in Köln, Hamburg und vielen weiteren Städten mit leckerem Essen und guten Gesprächen ausrichten. Oh, schön. Wer nicht selbst kommen kann, wird abgeholt oder wieder nach Hause gebracht. Und wieder nach Hause gebracht, nicht oder. Oh. Hauptsache heute Abend sind alle zusammen. Das finde ich so schön. Ja, für uns wird Weihnachten dieses Jahr eine ganz besondere Geschichte. Sowohl im extrem positiven Sinne, weil mein Freund und ich halt Eltern werden Mitte November. Ne? Und aber auch eine sehr, sehr traurige Phase steht uns bevor, weil 2 sehr geliebte Menschen dieses Jahr uns verlassen haben. Das ist sein Opa und das ist mein Opa und das wird sehr, sehr heftig. Das ne? Auch für unsere Omas wird das dann ein sehr, sehr heftiges Weihnachten werden. Ja, wir werden natürlich emotional in Weihnachten jetzt hier verabschiedet. Passt auf jeden Fall tatsächlich. Also, ich muss jetzt aber jetzt mal irgendwie so ein bisschen ein Resümee ziehen und euch halt auch ein Fazit geben, was dann ja auch etwas gedämpfter von meinen Gefühlen ist. Also, wir haben hier wirklich interessante, spannende und coole Marken drin enthalten. 125 Euro bezahlen wir. Wir bekommen den Wert halt plus das, was man ja auch an Spenden dann ja auch weitergibt. Also quasi, das ist ja quasi unbezahlbar. Das ist Herzenswärme. Ne? Außerdem haben wir einfach so eine kleine Reise, dass man auch mal so neue Produkte ausprobieren kann. Was ich persönlich einfach nicht gut finde, sind diese Nahrungsergänzungsmittel. Das ist für mich nicht gut in Adventskalender. Aber wir haben, wie gesagt, schöne Produkte hier drin. Ich werde mir den sehr wahrscheinlich auch nächstes Jahr wiederholen, weil ich einfach super neugierig bin, gerne aber auch Startups unterstütze und dann halt auch gerne diesen Gedanken von Adventsim unterstütze. Ihr findet den Link zu dem Adventskalender unten in der Infobox. Da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings der Adventskalender. Hier unten mein neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!